Hallöchen! Neuer Tag in Athen! Heute gehen wir einen Spaziergang machen, ein Hiking und besuchen das Gefängnis von, wie heißt der nochmal? Sokrates. Sehr interessant. Also schönes Wetter heute. Mega, also 19 oder 20 Grad, das ist so krass. Es ist wirklich Sommer, also das ist so nice. Es ist Februar, der 20. Februar heute. Und 20 Grad, perfekt, was möchte man mehr? Dann ja, später. Sonne, ja. Wow. Oh, da ist ein Sex auf. So ein süßer Tier. Ja, sag mal. Ja, hallo, Katina. Ja, so schön. Sie genießen einfach das schöne Wetter. Da nochmal ein Kätzchen. Ja, hallo Kätzchen. Kätzchen. Oh, hier ist ein geheime Treppe, dann nehmen wir die mal. Okay. Geht's nach oben? Ja. Gegen diese Fischen? Ja, ja, ich glaube. Ich glaube auch. Ha? Yes, und noch mehr Treppe. Yes. Booty Workout. Er braucht schon einen Gym, wenn er Treppen hat. Good point. 2023. Master Nico 2023. Noch mehr Treppen. Wie gestern. Ja. Das war auch hier. Genau. Ja, schöner View. Weißt du, was ja witzig auf Griechisch ist? Das Ne heißt ja und Orchi heißt nein. Sicher? Nee, ich bin mir nicht sicher. Aber ich vermute, dass es so ist. Weil ich sage irgendwie so, nee. Weißt du, was ich meine? Nee. 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 Geht's dir gut? Nee. Nee. Genau. Und ist wahrscheinlich ja oder so. Ja. Ja. Wer veganer Chicken Gyros essen kann, kann auch Treppen laufen, gell? Yes. Hast du Wasser dabei? Nee. Ist okay. Können mal unterwegs finden. Genau. Du hast hier genug getrunken, bevor wir losgegangen sind, oder? Oh. Also könnte ich schon mehr gewesen sein, aber zu der Zeit hatte ich halt keine Durst. Gestern waren wir auch für den englischen Vlog, aber ein bisschen anders natürlich. Anderer Weg, ja. Anderer Weg. Da sind wir nach da hinten gelaufen. Stimmt, ja. Und da ist der Akropolis. Du wirst es aber gleich wieder sehen. Von hier sieht man das richtig, richtig gut. Wenn man eine Sicht auf Akropolis haben möchte, ist von hier echt ein guter Spot. Besonders noch ein sehr schönes Wetter wie heute. Ja, ist auch ein sehr schöner Berg hier. Ja, mega. Da ist der Akropolis. Viele coole Sachen gibt's hier. Ja, das stimmt. Oh, gestern haben wir Schildkröten gesehen. Das war krass. Heute sehen wir es wahrscheinlich auch noch. Das ist echt krass, weil Nico hat die Kamera richtig nah an die Schildkröte gemacht. Und die war so freundlich und neugierig. Die kam so nah. Hat ihr Atem gehört. Ja. Und dann gehört wie sie so geatmet hat. Sehr gut nachgemacht. Dankeschön. Aber die hat so. Ich kann es nicht mal nachmachen, halt, aber so ungefähr. Kannst du die anschauen in den englischen Vlog? Ja, war sehr süß. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Schildkröten sind ein bisschen so ängstlich. Weil sie auch eigentlich ein bisschen sehr vorsichtig, aber trotzdem naja, freundlich. Die war jetzt nicht so vorsichtig. Stimmt, ja, die kam sehr nah an der Kamera. Sie ist so zugerannt, hatte ich sogar. Ja, ist echt so. Die kam einfach so, yo, Bruder, was geht? Einfach so in einem Wald, voll random. Ganz random.
War aber echt süß. Und hast du noch irgendwelche Worte zum Sonntag? Ne, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Okay. Dann ist gut. Ja. Schön. Alles so grün. Sehr. Eine Katze. Ah, so. Ja, hallo Kätzilein. Na. Ja, was siehst du denn? Der beste Trick ist einfach, die Katzen zu dir zu lassen und kommen lassen zu. Ja, hallo. Ja, hi. Schlägt schon mit der Zunge. Ja. Sau mal. Junge. Ja, hast du Hunger, ha? Ja, war nichts für dich dabei. No. Wir haben sogar zu Hause vegan Katzenfutter. Wir können es mal echt mitnehmen. Ja. Und die Katzen füttern. Ja, sau mal. Was bist du denn für ein süßes Kätzlein? Mitten im Wald. Ja, geil. Ja, sau mal. Ja, sau mal. Ja, sau mal. Wie eine Zecke. Hä? Wie eine Zecke. Ja. Ja. Ja, geil. Süßes Kätzchen. Oh. Sie sagt, ich gehöre jetzt dir. Ja, oder okay. Besser gesagt, du gehörst mir. Ja, ich habe mir gedacht, sie mögen allgemein keinen Bauch. Oh. Sie denkt sich so, oh, alles ist ganz schmuse und trotzdem kein Fisch bekommen. Ja, Katzen sind hochspirituelle, weite Wesen. Hunde auch. Die bringen dir bei, wie man mit Geduld umgehen soll. Genau. Wenn sie dir einen Schuh kaputt machen, dann weißt du es das. Das Tier ist nicht wollte, es kaputt zu machen. Der hat aus Liebe gemacht. Er wollte dir eine Lektion. Eine Lektion beibringen. Oh, hier ist es. Ah, ja. Krass, es war so nah. Wir waren gestern hier in der Nähe, aber wir kamen gar nicht so nah. Ich denke, wir sind so irgendwo da hochgelaufen sogar. Dafür, dass heute Montag ist, ist ziemlich wenig los, aber trotzdem ein paar Leute unterwegs. Na dann. Ah, ich gebaut, hat es mir gezeigt. Ja. Krass. Und kannst ein morphogenetisches Feld spüren? Irgendwie schon, du? Aber es ist ziemlich nicht so. Stimmt, ja. Schau, da geht es sogar noch weiter rein, das ist ja ganz groß. Ja, Luxus. 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 Ja. Sehr luxuriös. Ja, hat er bestimmt geschlafen oder so?
Aber hier kommt man doch raus hier unten, oder? Ja, gell? Ich würde hier locker durchkommen. Locker. Mhm. Okay, vielleicht doch nicht so sehr locker. Schau mal da. Da vielleicht? Ja, da schon. Aber vielleicht war es früher mehr zugebaut. Nein. Oh, da könnte ich aber ich rauskommen. Da könnte ich sowas von locker durchkommen. Schau mal, ich bin so klein, ich könnte ja meinen Kopf schon durchmachen. Ich würde schon, wenn ich es wollte, würde ich es wirklich hinkriegen. Hier geht's auch, wow, da geht's ja richtig weit rein. Mhm. Hier auch, kann auch durch. Aber vielleicht wollten sie, dass man rauskommen kann. Was hast du dazu zu sagen? Cool, ja. Ja. Ich schau noch mal nach, was dieser Sokrates gemacht hat. War das nicht irgendwie ein Genie oder so? Philosoph, genau. Aber ja. Wir werden sehen. Ja. Ein Hund, eine Katze oder waren es zwei Hunde? Ich denke, es waren zwei Hunde. Das hat mir die Katze als Geschenk da gelassen. Aber es war ja meine Schuld. Aber sie hat einfach so ihren Bauch präsentiert. Konnte ich einfach nicht Nein sagen. Hier sie so, oh, ja, Hunde Bauch. Sind genau andersrum. Ja, ist echt so. Sagen, so Bauch. Bauch. Ihr Katzen nicht so weh, du fass meinen Bauch an. Dann kriegst du das hier. Also übrigens Hunde nicht so am Kopf. Ja, die stimmt. Die mögen sich so nicht so sehr am Kopf. Ja, mega. Also als sie den Hund hatten, ich hab's nicht gedacht, dass sie so krass Gegenteile sind, aber die sind extreme Gegenteile. Hier waren wir ja gestern. Stimmt. Wie witzig, wir waren da gestern und überall hier sind durchgelaufen. Aber wir kamen nicht auf die Idee, dieses Ding zu... Aber ist gut, weil dann haben wir es jetzt für den deutschen Vlog gemacht. Genau. Alles passiert für exklusiv dich. Exklusiv für den äußeren Vlog. Genau. Für den äußeren Vlog. Für den deutschen Vlog. Doch, äußeren. Exklusiv für dich. Genau. Haben wir hier genau, ist echt so. Nochmal das Sokrates Prison angeschaut. Also witzig, weil gestern wollten wir sogar herkommen, dann wäre das eigentlich voll umsonst gewesen, weil wir waren schon hier und dann hätten wir uns gedacht, so hey, wir sind einfach nur zurückgelaufen. Weißt du, ich meine? Ja, wir sind ja sowieso zurückgelaufen, nur jemand musste ja dringend aufs Klo. Deswegen sind wir eine Abkürzung gegangen. Abkürzung, das war sehr viel Speed. Nico ist einfach gerannt. Gerannt ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich bin schnell genordic walking. Ja, also für mich war das schon sehr schnell. Aber kann ich verstehen, wenn mein Schatz hier dringend aufs Klo gehen musste. Ja. Ja, jetzt ganz andere Lage. Auch so schön. Gestern waren wir bei den Observer. Bei da, wo man der ESA ist, wo ESA, also ESA ist die europäische NASA. War auch cool. Aber hier ist auch nice. Wow, hier gibt es echt viel zu erkunden. Ich finde, Athen hat so krass viel Natur. Das habe ich echt nie erlebt, dass so ein Staat, eine Großstadt, so viel Natur hat. Das ist schon cool, oder? Ja, mega. Und jetzt gibt es hier 4, 5 verschiedene Möglichkeiten hinzulaufen. Ja, gell, so. Na dann. Bleib mal hier. Ja, hier sieht es schön aus. Keine Leute, schöne Grün. Das ist genau unser Weg. Ja. Schon cool. Das ist echt krass. Also ich fühle mich gerade so, als hätte ich eine Jacke an. So heiß ist es. Ich habe nur dieses Kleid und es ist so heiß. Aber ich liebe es. Ich liebe es, wenn es heiß ist. Mir ist lieber heiß als kalt. Wirklich. Kommt drauf an eigentlich. Was hast du zu sagen? Ja, es kommt drauf an. Ja, wenn es so zu heiß ist, wenn man schlafen gehen möchte und es zu heiß ist, dann ist das auch nicht nice. Ja. Aber sonst schwitze ich schon lieber als frieren. Weise Worte. Ja. Ist sehr schön grün überall und Blümchen. Wow, ist ja echt wie Sommer hier. Mega Sommertag. Ja. Denkt man gar nicht. In Deutschland ist jetzt vielleicht 2-3 Grad oder so. 20. Februar. Ja. Wenn du nur am Schluss von dem Vlog noch eine kleine Präsentation über Sokrates hältst. Sokrates war geboren in diesem Datum. Wie wär's mit Nein? Hier sind ein paar Zitate von Sokrates. Mal schauen. Wie ging das eine Zitat? Durchs. To
to do. Or not to do? Von Yoda? Nee, do or do not. Be or not to be. Oder do ba do ba do. Also das. Ja, sowas in der Art. Genau, das waren auch sehr weise Worte. Ja. Nice Bars hat er gespittet. Genau. Genau so ist es. Sokrates, MC Sokrates. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt von ihm kam. Was? Dieses du, 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 du. Du, du, du. Nein, nein. Ein Mashup mit Scooby-Doo. Ein Remix mit den zwei. Genau. Hast du schon mal Scooby-Doo gesehen? Natürlich. Echt? Ja. Ich hab das so gefeiert. Ich hab das echt gemocht, als ich ein Kind war. Das glaub ich dir. Ja, aber witzig. Ich fand's irgendwie witzig, keine Ahnung wieso. Waren wir hier nicht auch gestern? Oh. Kann sein. Ach, nee, ich hab's nicht. Über. System. Ja, sehr süß. Ja, mega süß. Ja. Ich wurde klein, ich habe es mir viel größer vorgestellt. Weil wir hatten mal den Akita Ino und der war riesig. Also, er war so groß wie der, als die nur 3 Monate alt war. Kannst du dir das vorstellen? Sie ist echt groß. Jetzt ist sie wahrscheinlich huge. Ah, warte mal, hier sind wir. Da sind wir vor kurzem gerade hochgelaufen. Echt? Ja, das ist dieser View. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, was? Wie krass. Ja. Hä? Jetzt kommen wir aber voll schnell. Krass, ja. Witzig. Mega witzig. Was? Ich bin mega verwirrt gerade. Weil wir waren auf diese andere Burg, wo man die Akropolis sehen konnte. Und das kam irgendwie voll weit weg vor. Oder? Kam die auch so weit weg vor? Die Akropolis. Und jetzt sind wir quasi bei der Akropolis. Ja, okay. Ist schon noch ein Stück. Aber, witzig. Ja, schon. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, genau. Alright. Sie hat ein bisschen so gemacht am Ende, weil sie vielleicht die andere gerochen hat. Ich wollte nicht. Sie so, nö. Lass mich hier noch chillen. Vielleicht wäre du zuerst zu ihr gegangen, was hat sie ja, sich gedacht? Aha. Denkst du, ich bin die zweite Wahl oder was? Nö, nicht mit mir. No, okay. Yes, nee. Vorher haben wir es noch gesagt, das ist so cool. Und da ist der Sokrates. Ja, genau, der weiß noch. To do is to be. Aber hat nicht Eckhart Tolle gesagt, dass das ein Fail war von ihm? Weil stimmt. War das von ihm gemeint? Ja, ich glaube, dass Eckhart Tolle gemeint hat. Ah, das war irgendwas mit Think. Dass das, thinking. I'm the thinking oder so. I'm the thought oder so. Keine Ahnung. Das hat er gemeint, to do is to be. Aber Eckhart Tolle sagt, nein, to be is to be. Stimmt. Stimmt. Weil man kann auch ohne to doen bean. Stimmt. Aber ja, jetzt wird's hier zu spirituell. Zu spirituell. Und hier sind wir wieder. Genau, bei der Flea Market. Hier ist irgendwie immer was los. Also egal ob Sonntag, Montag, Dienstag. Ist immer was los. Schau mal, das Mickey Maus. Oh ja. Willst du dich von ihr pitchen lassen? Oh ne, schnell weg. Die sind ja irgendwie sehr. Also ich ne, lieber nicht, sag ich lieber nicht. Nein, mein Mickey Maus. Hat ein bisschen zugenommen, ha? Da siehst du. Oh ja, das, der Mickey hat ein bisschen zugenommen. Ja, ja. So witzig. Der griechische Mickey. Der griechische Mickey. Der lässt sich's gut gehen. Ich so. So viel Moussaka gegessen. Ja. Und so flacky. Krass. Stell dich mal dahin. Yeah. Schau da unten. Krass, gell? Ja, sehr krass. Ist irgendwie ein Durchzug oder so? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ja von der Bahn. Ja, es riecht auch nicht so nice. Es riecht auch nach Bahn irgendwie.
ist wahrscheinlich auch ich von dem Bahnhof oder so. Möchtest du hier auch mit dem Zug fahren? Was willst du bauen? Möchtest du hier auch mit dem Zug fahren? Nee, nee, danke. Schau mal da. Coole Idee. 2½ Men with Charlie Sheen, Ashton Kutcher. Also, der hat mal gewonnen. Also, ich mag Ashton Kutcher schon ein bisschen mehr, muss ich sagen. Weil ich habe das auch später gesehen. Ich kenne die Charlie Sheen-Szene nicht so. Aber jetzt werde ich jetzt zum ersten von Nico, oder? Was da aus deinem Mund kommt. Ja, keine Ahnung, ich habe ihn nicht so gemocht mit Charlie Sheen, aber wozu? Ja, lass mir das mal, nicht, dass ich jetzt. Nicht, dass ich jetzt hier noch einmal Hater kriege. Einen hast du schon. Ah, nee, du liebst mich trotzdem. Gib's zu. Wer war besser? Nico. Nico natürlich. Genau. Wow, das ist ja eine riesige Amethyst. Amethyst ist auch alt, oder? Kann ich den haben? Ja. In unserer zukünftigen Villa. Kann man dich drin einpacken. Ja. Wow, das ist echt cool. Ich liebe Amethyst. Also, ich liebe so Edelsteine, aber Amethyst ist so cool. Ich hatte sogar mal so klein. Ich habe immer noch irgendwo einen Lagerplatz, aber nicht so ein großes Ding. Also ja, ich will den großen haben. Möchtest du von ihm begrüßt werden? Begrüßt werden? Ja. Natürlich. Er sah ganz schön freundlich aus, oder? Ja, kann man so sagen, ja. Würdest du ihm vertrauen, wenn er dir sagen würde, hey, Bock auf ein Eis? Nee. Nee.